dann lade ich Sie, liebe Zuseher, herzlich ein, zu einer Ausstellung zu kommen nach Wiesbaden über den Künstler und Grafiker, Markendesigner Ludwig Hohlwein. Ludwig Hohlwein war ein kreativer Künstler, der als Innovator vieles gleichzeitig erfunden hat. Er hat sich als Künstler profiliert, als Maler, als Bildschöpfer und war dann einer der ersten, der seine künstlerischen Erfolge auch in einem anderen modernen Feld vermarktet hat, nämlich in der modernen Werbung oder auch Gebrauchsgrafik, neudeutsch sagt man Marketing dazu. Und im Zuge seiner künstlerischen Arbeit hat er viele, viele Innovationen eingeführt, Gedanken und Einfälle gehabt, die ihn abgegrenzt haben und modern sozusagen positioniert haben, im Unterschied zu den anderen Künstlern. Diese Innovationen aber wurden auch zum Beispiel und zum Vorbild für eine ganze Generation von anderen Grafikern, Malern, Gestaltern, Designern, die sich an Hohlwein gerieben haben und aber auch sich in ihm ein Vorbild genommen haben. Und so innovativ, wie er in der Stilistik war, dass er zum Beispiel als Aquarellist die Idee hatte, Flächen einfach wegzulassen, einfach an mancher Stelle nichts darzustellen und aus dem Nichts dann aber wieder Darstellungen zu entwickeln. Genauso innovativ war er auch in der Auffassung seiner eigenen bildkünstlerischen Rolle und auch in der gesellschaftlichen Rolle, die er als Künstler einnehmen wollte. Er hat als Künstler sich ein Monogramm entwickelt, mit dem er seine künstlerischen Arbeiten signiert hat und hat das in den Bereich der Werbung und der Grafik hinübergenommen und damit ein Tabu verletzt. Er hat jetzt zum ersten Mal begonnen, werbliche Arbeiten zu signieren und sich überhaupt zu erkennen gegeben als jemand, der in diesem etwas tabuisierten gesellschaftlichen Bereich künstlerisch tätig war. Das muss man sich heute so vorstellen, wie wenn man aufgenommen wurde in den Kader von FC Bayern München als Profifußballer und sich in diesem Moment entscheidet, eine Damenfußballmannschaft zu coachen. Ja? Hohlwein hat keine Angst gehabt vor Tabubrüchen oder vor Irritationen und das hat sich für ihn ausgezahlt. Er war damit der erste große Maler, der erste große Künstler, der sich in diesem Bereich vorgewagt hat. Und es hat in München regelrechte Zusammenschlüsse von anderen Designern gegeben, die sich gegen seine Vorherrschaft zu erwehren versuchten und sich zu anderen Agenturen zusammengeschlossen haben, um nur halb so berühmt zu werden wie der große Ludwig Hohlwein. Gleichzeitig ist es auch immer so, dass da, wo Licht ist, Schatten ist und er wird dann später im Dritten Reich zu einem fatalen Partner und Werbebotschafter des Dritten Reiches und auch diesen Teil der Ausstellung haben wir nicht ausgeklammert. Aber er war eben viele Jahre ein großer Rebell, ein Innovator, ein mutiger Erneuerer und umso spannender ist es, diese beiden Eigenschaften, genial und fatal, in seinem Werk zusammenzuschauen. Und dazu laden wir Sie herzlich nach Wiesbaden in die Ausstellung ein.